Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Dieser startet erst heute auf einem Samstag, weil in der Woche hatte ich mega viel zu tun, habe es irgendwie nicht geschafft. Und gestern am Freitag war dann Jana bei mir. Wir haben die restlichen Saw-Teile geguckt, dass wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand sind. Und Montag geht es dann ins Kino für uns und dann gucken wir den neuen Film. Ich freue mich schon richtig, weil Saw ja mein Lieblingsfilm ist. Und ja, ich bin jetzt gerade im Grunde aufgestanden, Jana ist weg. Und habe mir direkt was übergeworfen, weil ich gesehen habe, dass es wohl den Balea Adventskalender jetzt gibt. Und natürlich muss ich den haben. Deswegen geht es jetzt sofort in den DM. Da gibt es auch einen von Alverde, da muss ich auch mal gucken. Und einen von Trended Up gibt es sogar. Aber der ist mir zu teuer, den kaufe ich jetzt bestimmt nicht. Aber den von Balea möchte ich eigentlich auf jeden Fall haben. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg machen und mir diesen tollen Kalender besorgen. So, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause und es gab natürlich den Adventskalender noch nicht. Also er ist nicht ausverkauft, ich habe gefragt, er ist nur noch nicht da bei denen. Und ja, doof gelaufen. Naja, ich habe mir dieses schöne Geschenkpapier gekauft, obwohl ich so 100.000 Geschenkpapierteile hier noch habe und ich noch nicht mal weiß, wo ich die in der neuen Wohnung unterbringen soll. Aber das ist rosa und hat Punkte und Sterne und das ist so süß. Und dann gab es von DM, von P2 eine neue LE mit Glitterpigmenten und da gab es vier verschiedene und ich habe jetzt hier die 040 Swing Burgundy und das ist ein Dupe zu einem von MAC, ich weiß gerade, irgendwas mit Brown, ich weiß nicht, wie es heißt, True Brown, Blue Bla, irgendwie sowas, dieses, es ist so braun und hat so ein leichten, bläulichen Schimmer, grünlich, bläulich, grünlich, so irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Dupe zu einem MAC-Pigment, was ich auch besitze, aber ich wollte es halt auch noch von P2. Und das wollte ich schon ewig haben und habe ich mir jetzt mitgenommen von Ebelin, diesen Foundation-Pinsel, den habe ich schon rausgeholt. Das ist dieser hier. Den will ich heute mal testen und damit schön mein Make-up nachher auftragen, wenn es zum Skischauen heute geht. Ja, jetzt gehe ich erstmal baden, weil meine Haare sind so ein bisschen, ja, müssen mal wieder, ne, fresh gemacht werden. Ich habe einfach Bock zu baden. Ich habe ja bald keine Badewanne mehr. Von daher muss ich das noch ordentlich ausnutzen und deswegen begebe ich mich jetzt in die Badewanne. Hallo zusammen. Ich bin jetzt schon fertig. Es ist 18:43 Uhr. Und ja. Um 19 Uhr treffe ich mich mit Ann-Christine und Juliane an der Shisha-Bar und wir wollen da heute mal Monopoly zocken, weil irgendwie da in der Shisha-Bar spielen die meisten, also was ist die meisten, so viele sind jetzt auch nicht, da gibt es zum Beispiel Kartenspiele und so einen Würfelbecher oder so. Und ja, keine Ahnung, da hätte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Dann waren wir ja letztens in Bielefeld in der Shisha-Bar und da hatten die da vor Ort auch Kartenspiele und sowas und aber auch sowas wie Dame und sowas alles. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, eigentlich ist ja voll nice zu shishern und dabei noch dann so ein Brettspiel zu spielen, ist bestimmt voll lustig. Und dann hatte ich so überlegt und dachte mir so, Monopoly, ja, das ist immer gut. Da braucht man eh mal ein bisschen mehr Zeit für und so eine Shisha in der Shisha-Bar sitzt man auch mal 1-2 Stunden, von daher ist es ganz gut. Und ja, deswegen werde ich jetzt gleich das Monopoly-Spiel aus meinem Auto in den Porsche tun, weil ich mit dem Porsche fahre. Und ja, dann spiele ich da gleich mit denen und ich hoffe, ich gewinne und ziehe die alle ab. Mal gucken. Ja, das ist der Plan. Ich habe euch auch noch was nicht erzählt. Und zwar ist ja heute Samstag und am Dienstag ist ja auch langes Wochenende und Dienstag ist ja Feiertag. Und die Musik nicht, da wundert es von meiner Mutter oben. Und ja, am Dienstag ist endlich meine Schlüsselübergabe. Also geht es langsam los. Deswegen wird der Vlog, denke ich, bis Montag geht dieser Vlog, einschließlich Montag. Und ab dann startet ein neuer Vlog, was dann so mein erste Wohnung Umzugsvlog wird. Ab dann kommen die ganzen Vlogs nämlich dann. Also, nach diesem Vlog geht's für euch los. Freut euch die nächste Woche, also wenn ihr daran interessiert seid. Aber ich gucke solche Vlogs zum Beispiel sehr, sehr gerne. Habe ich schon immer gern geguckt, wenn Leute umgezogen sind. Und dann zu sehen, wie die das alles machen und wie sie es einrichten. Gut, das wird bei mir halt noch ein bisschen dauern. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und ich hoffe auch, dass ihr euch darüber freut, dass ich euch da mitnehme, wirklich. Und ja, dann können wir es ein bisschen, ich kann das festhalten für mich später. Und ja, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Ich meine, die Wohnung habe ich im Mai gekauft. Und jetzt kann ich halt erst rein. Jetzt wird es wirklich erst realistisch, dass ich wirklich eine eigene Wohnung gekauft habe. Und es ist so krass. Ja, ich freue mich einfach, dass es Dienstag soweit ist. Gegen Mittag rum hat mein Mieter gesagt, würde es ihm passen. Und ja, dann direkt am Dienstag filme ich dann nämlich eine Roomtour, also eine leere Roomtour, da ist ja noch nichts drin.
und muss ja dann noch renoviert werden. Aber ja, ich glaube, ihr merkt, dass ich mich freue, oder? Also ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Ja, das hatte ich euch nämlich noch nicht gesagt. Und dann am Samstag nächste Woche kommen die Mädels zu mir. Also Jana, Ann-Christine, Juliane kommt ein bisschen später. Und dann werden wir auch schon da pennen, obwohl da noch nichts ist. Aber ich werde mein Bett schon hinbringen. Und ja, dann pennen wir da alle und machen halt so eine Tapetenabziehparty. Keine Ahnung, weil ich dachte mir, die werden mir bestimmt helfen. Die sind ja ganz lieb. Und dann, wenn wir alle zu viert da die ganze Zeit Tapeten abreißen, geht das natürlich auch um einiges schneller, als wenn ich das alleine machen würde. Deswegen denke ich auch, dass ich direkt an dem Tag dann auch fertig werden werde. Ja, und ja, deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee und es wird bestimmt auch ganz lustig. Jana hat auch schon gesagt, sie freut sich mega schon auf den Tag. Also ist nicht ganz so schlimm für meine Freunde, dass sie mitschuften müssen. Die freuen sich genauso wie ich und ja, wird bestimmt ein toller Tag. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag. Ich habe voll vergessen, euch heute so den Tag über bisher mitzunehmen und gestern auch, wenn ich mich täusche. Ja, gestern habe ich es auch vergessen. Tut mir voll leid. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Spannendes heute gemacht. Also ich war heute zum Beispiel bei meinem Vater. War jetzt aber auch nicht so mega spannend, dass ich da hätte filmen können. Und ja, jetzt habe ich gerade mein Bett frisch bezogen, weil mein Hund... Achso, mein Hund war gestern bei mir. Ja, ich war gestern und heute bei meinem Vater. Und mein Hund hatte ich für einen Tag dann hier. Jetzt hatte ich mein Bett gerade wieder frisch bezogen, nachdem mein Hund halt hier mitgepennt hat. Und ja, ich liebe das frisch bezogene im Bett zu liegen und es riecht so gut. Es riecht so schön nach Wäsche. Es ist so schön. Ja, und ich bin halt mega am Packen, ne? Also wirklich, ich habe heute noch ein Video gedreht und zwar so ein Declutter. Das war jetzt das letzte, was ich drehen musste, weil ich wollte das jetzt einfach fertig drehen, zumindest bevor ich dann jetzt alles packe, weil... Finde ich dann, also wisst ihr, wie ich das meine? Dann habe ich schon mal getrennt, was ich behalten will und was nicht. Und dann muss ich das nachher nicht alles einsortieren wieder in der neuen Wohnung. Und ja, deswegen habe ich das jetzt schon mal gemacht. Und zum Teil, also ich bin jetzt wirklich hier gerade am Räumen. Also ich kann euch den Überblick kurz zeigen, aber ihr werdet sehen. Es ist halt wirklich Katastrophe. Ich zeige es euch kurz. So sieht es hier gerade aus. Ja, totale Katastrophe. Aber ich möchte dazu sagen, die ganzen Schränke, die ihr da auch gesehen habt, die sind alle leer. Ich habe alles rausgeholt aus den Schränken, aus dem Schreibtisch. Da ist auch nichts mehr drin. Ganz bisschen ist da hinten noch bei meiner Schminkkommode drin, halt, weil ich das noch nicht alles rausgeräumt habe. Und das liegt jetzt hier alles rum, weil ich jetzt erst auch am Aussortieren halt bin, was ich wegschmeiße, was ich vielleicht verkaufe oder verschenke. Und ja, und das dann jeweils in die passenden Kartons packe. Da bin ich gerade momentan so bei. Das dauert halt auch seine Zeit. Ich bin jetzt gerade da hinten, da steht so ein Riesen, das seht ihr von hier, glaube ich, gerade nicht, so ein Riesenkarton. Da habe ich jetzt Geschenkpapier reingepackt und alles Mögliche so an Kartons von meiner Kamera und dies und das. Das bewahre ich immer auf und Sachen für meinen PC noch und sowas. Das habe ich da alles reingepackt, den packe ich jetzt noch weiter, da ist nämlich noch Platz drin. Muss ich mal gucken, was da noch so einigermaßen zu passt. Vielleicht mein Stativ könnte ich da noch mit reintun und. Ja, und das mache ich halt gerade. Guck auch noch gerade ein bisschen ein Video, so South Park, also nicht, ich gucke nicht South Park, sondern ich gucke gerade bei Gronkh das Spiel von South Park. So, ja, das ist momentan der Stand der Dinge. Ich nehme morgen ja schon die ersten Sachen mit, also eher mehr so Sachen halt für die Renovierung nehme ich Sachen mit. Was Kreppband und Malerplan und sowas angeht, nehme ich morgen alles mit. Und ja, gleich geht's für mich noch ins Kino mit Jana. Was heißt gleich? Erst um 3. Es ist jetzt, Sekunde. Wir haben es jetzt 21.12 Uhr. Und keine Ahnung, ich muss gerne mal gucken, wann der Film anfängt. Ich glaube um 23 Uhr irgendwas. Und ich bin jetzt schon super müde, wie ihr merkt. Ja, ich bin sehr müde. Und ja, mal gucken. Was ich jetzt, ja, jetzt räume ich halt nur noch ein bisschen, schneide vielleicht ein Video gleich, diesen Vlog, naja, obwohl den Vlog kann ich noch nicht schneiden, weil ich euch gleich noch mitnehme. Den Vlog werde ich morgen schneiden. Ja. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich glaube irgendwie fast nicht. Nö. Ich freue mich so mega auf morgen, das ist so krass.
wenn ich endlich den Schlüssel in den Händen halte und mein Mieter verschwindet und ich einfach in meiner eigenen Wohnung chille. Ich habe morgen dann auch ein bisschen meine Familie eingeladen. Also klar, da ist noch nichts gemacht, aber dass sie sich die mal anschauen. Also mein Opa, Oma und Mama kennen die halt eigentlich schon. Also die waren halt einmal kurz mit dabei. Aber man konnte sich halt nicht so mega gut umgucken, weil ja die Sachen vom Mieter noch damals drin waren. Und ich sehe die Wohnung jetzt auch das erste Mal leer und kann mich wirklich genau umgucken, weil mir war das so ein bisschen, als ich die gekauft habe. Klar, ich habe sie mir angeguckt, ist schon klar. Aber man hat halt nicht so genau geguckt. Ne? Ich bin nicht mega ins Bad reingegangen, nicht mega ins Schlafzimmer zum Beispiel, weil das war mir irgendwie unangenehm, weil da wirklich so die privaten Sachen halt von meinem jetzt Mieter liegen. Und das war mir ein bisschen unangenehm, da wollte ich nicht so genau nachgucken und schnüffeln, wisst ihr. Also sehe ich das jetzt auch alles. Und es ist ja auch schon ewig her, dass ich damals da drin war. Klar, ich habe, also als ich wirklich da drin war mit dem Makler, das war, wann war das? Im März? März, April war das. Also ist schon ewig. Nee, doch, März. März war das. Ist jetzt auch schon ziemlich lang her. Von daher freue ich mich, dass ich endlich wieder rein kann. Und jetzt endgültig. Und dass ich dann anfangen kann, nächstes Wochenende was zu machen. Richtig, richtig gut. Vielleicht mache ich schon morgen was, wenn ich weiß nicht genau, ob die Küche von meinem Mieter drin bleibt oder nicht. Ich werde sie sowieso nicht behalten. Also je nachdem werde ich morgen, wenn sie drin ist, die auf jeden Fall morgen noch rauskloppen. Das ist mein Ziel. Weil ich muss halt die Maße nehmen für die Küche, dass ich gucke, wo die Anschlüsse sind. Weil das konnte ich halt bis jetzt noch nicht machen, ohne zu wissen, wo welche Anschlüsse sind. Und ja, ich werde halt erstmal eine Zeit lang ohne Küche da drin wohnen, was ein bisschen blöd irgendwie ist, aber gut. Ich möchte halt schon drin wohnen und ich freue mich da drauf. Man kommt auch erstmal ohne eine Küche klar. Aber ich möchte natürlich jetzt direkt am Wochenende dann auch irgendwie zu Roller oder so und da das dann in Auftrag geben, weil es dauert auch locker 5 Wochen. Das heißt, ich kriege die Küche dann eh erst im Dezember und das ist ja nun mal noch ein bisschen hin. Und ja, damit das alles relativ zügig vorangeht, möchte ich das dann so machen. Ja, oh, ich bin so müde, Leute. Ihr glaubt es nicht, ich bin so müde. Ich könnte jetzt sofort einschlafen. Aber ich freue mich so, sorry, ich freue mich so krass auf den neuen Saw-Teil. Habe ich ja, glaube ich, schon öfter erwähnt, dass Saw mein absoluter Lieblingsfilm ist. Also ich gucke ja generell am liebsten Horrorfilme. Und Saw ist einfach das Nonplusultra für mich. Ich denke, für viele wird es nicht sein, aber für mich ist das so, ich liebe das. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Das ist das Geilste ever. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich nach dieser langen Zeit jetzt mal einen neuen Teil davon gibt. Ach ja, ich glaube, ich mache mir aber zu viele Erwartungen. Ich glaube, so gut wird er nicht, aber ich freue mich einfach. Obwohl es richtig schlecht werden kann, eigentlich auch nicht. Ich meine, noch kein Teil, Saw-Teil war richtig schlecht, also. Ich freue mich und ich labere euch jetzt auch nicht länger zu. Ich will den Vlog nicht unnötig in die Länge ziehen. Also ich glaube generell, dass der ganze Vlog nicht so krass lang wird. Aber naja, ab der nächste Vlog, habe ich ja gesagt, wird ja dann ein Umzugsvlog. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen spannender. Ich nehme euch gleich nochmal ganz kurz mit so zum Kino, denke ich, wenn ich es nicht vergesse. Und dann war es das auch schon mit dem Vlog.